Ja, guten Tag. Motovlog heute, Alter. Ja, sehr crazy. YouTube bin ich nicht so aktiv. Deswegen kommt das vielleicht ein bisschen unerwartet für den einen oder anderen. Allerdings, wer mir bei Insta folgt, by the way, folgt mir auf Insta. Der weiß, dass die Husqvarna nicht mehr da ist. Seit ungefähr einem Jahr und dass seit ungefähr einem Jahr auch das Motorrad dann hier, ne, am Start ist. Das hat man vielleicht in dem Bilstein-Video schon gesehen. Checkt das Bilstein-Video aus, unbedingt. Jetzt ist das Wetter wieder geil. Wir haben es 20 Grad, Lieder-Kombi, absoluter Selbstmord. Die 500er EXC Baujahr 20, kurz zu dem Bike an sich, mal so kleine Vorstellung. Wir haben eine, ja, 20er EXC 500, Felgen vorne hinten auf Supermoto ist eingetragen. Bremsanlage vorne, Modo Master mit Pumpe auch eingetragen. Wir haben hier ein hübsches Dekor von Dilla Power Parts. Die importieren aus USA. Rival Inc. Design Company. Sonst halt nur so ein bisschen Optik, dies, das hier. Bling, bling, Hebelchen. Bling, bling, Maske. So ein bisschen Handguard, Spiegel, Schwingen, Cover, Sturzpads. Bisschen Schwatt. Alles. Fork Shrinks, auch Shoutout an Fork Shrink. Optimales Produkt. Ja. So viel zum Moped. Bin mal gespannt, ob das mit der Audio funktioniert. Wir sind noch hier am Start mit der B-Kamera für die Front POV. Wie man es halt von EXC gewohnt ist. Sound ist optimal. Schmeckt. Von EXC gewohnt ist, ist auch das Hochstarterverhältnis dieser Motorräder sehr ausgereizt. Ich bin mal gespannt, wie die Audio so mitmacht, da der Helm doch sehr windig ist. Und ich nehme euch heute mal mit. Wir haben es entspanne 18, 19 Grad Ende Februar. Letzte Woche noch minus 10 Grad gehabt. Also ist okay, kann man machen. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt erstmal eine Runde fahren. Guten Tag. Bitte? Oh. Jetzt habe ich kein Internet. Ah, verdammt. Ich bin an dem Parkplatz. Ja. Der kann aber nicht weit sein von hier. Da doch. Wir sind jetzt. Sie müssen quasi. Also ich bin da, wo der Pfeil ist. Unten. Ich stehe hier. Also das ist, ja, wo der Pfeil ist. Wo ist denn die Hauptstraße hier, die. Das muss die hier sein, ne? Eigentlich muss das nur hier quer rüber sein, aber ich finde das nicht, ne? Also eingegeben hatte ich im Internet, als ich es angefahren habe, packen. Also meine ich, müsste eher da runterlaufen, ne? Ich weiß halt gerade echt überhaupt nicht, wo dieser Pfeil jetzt ist. Mal gucken, wie ich von der Autobahn gekommen bin. Okay, ja, kein Problem. Schönen Tag dann noch, ne? So, jetzt haben wir da dem netten Herrn leider nicht helfen können. Naja. Ich hoffe, dass der Wind nicht zu stark ist. Ansonsten, wenn ich das jetzt, ich werde jetzt gleich nach Hause fahren, mir das Video mal anschauen. Und wenn das mit den Windgeräuschen zu heftig ist, dann hat sich das mit dem Motovloggen sowieso erledigt. Oh, Mikro ist noch drin. Jetzt die Frage natürlich, was kommt jetzt? Also wenn ich ehrlich bin, weiß ich das selber nicht ganz genau, was ich jetzt hier machen will. Deswegen bin ich mal gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, Alter. Ich bin da noch gar nicht dran gewöhnt. Schreibt mal in die Comments, was ihr sehen wollt. Ich werde jetzt erstmal nur so ein bisschen rumgurken, bisschen ballern. Vielleicht kommt ab und zu so ein bisschen editmäßig was rein, wenn es eine coole Strecke gibt. Was natürlich nice wäre. Ja. Kommen wir gleich noch ein bisschen zur kurvigeren Strecke. Ich bin noch ein bisschen lost, ich kann da irgendwie noch nicht mit umgehen, dass ich hier so alleine jetzt mit mir selber reden muss. Wahrscheinlich alles ein bisschen weird gerade, aber naja, mal schauen.
Jetzt hoffen wir, dass hier keiner rauskommt. Wir werden jetzt mal eine der geilsten Supermoto-Strecken, die es hier in der Region gibt, anfahren. Das macht doch ein wenig Bock, oder nicht? Belohnt, würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt das mal bitte in die Kommentare, schreibt mal bitte auch Verbesserungsvorschläge rein, was euch nicht gefallen hat. Ich bin offen für Kritik, ja, und dann, falls ich Bock habe, irgendwann mal noch einen Motovlog zu machen, würde ich dann sagen, eventuell bis nächstes Mal. Tschüss.